Die zwei Serien des Fotografen Philip Toledano, die das Kunstmuseum seit kurzem zeigt, könnten unterschiedlicher kaum sein. Days with My Father zeigt Aufnahmen intimer Momente, die von einer Welt erzählen, die klein geworden ist. A New Kind of Beauty versammelt hingegen Porträts von Personen, für die ein Schönheitsideal den Ausgangspunkt zur Umgestaltung des eigenen Körpers darstellt. Philip Toledano, 1968 in London geboren und jetzt in New York lebend, entstammt eigentlich der Werbebranche, veröffentlichte in namhaften Magazinen und großen Zeitungen. Ab 2005 widmete er sich mehr und mehr auch künstlerischen Projekten. Erst machte er solche Bilder nur für sich selbst und veröffentlichte sie lediglich in einem Internetblog. Das änderte sich jedoch bald. Die Mutter von Philip Toledano war 2006 gestorben und da beginnt er sich um seinen Vater, seinen dementen Vater zu kümmern und begann dann in dieser Zeit auch Fotografien vom Vater zu machen. Und die Bilder, die wir hier sehen, sind eben diese Fotografien, die im Zeitraum von 3 Jahren entstanden sind und in denen er so die letzte Zeit mit seinem Vater teilt. Also es ist so eine Art Porträt über den Vater in seinen letzten Lebensjahren. Also ich glaube, das ist Toledanos emotionalste Serie und auch persönlichste Serie, dadurch, dass das eine sehr innige Auseinandersetzung mit dem Vater auch ist. Also es ist ein Porträt, das den Betrachter sehr nah an diese Konstellation der zwei heranlässt. Und das ist ja auch eine Bild-Textarbeit, das heißt, man erfährt auch sehr viele Sachen über den Vater, über das Verhältnis von Vater und Sohn. Und es ist ja wie so eine Art Einladung, teilzuhaben an dieser letzten Zeit. Es sind heiter melancholische Zeugnisse, ein Tagebuch des Abschieds und der letzten 3 Jahre eines erfüllten Lebens. Toledanos Vater wurde 99 Jahre, war früher Filmschauspieler und ein großer Geschichtenerzähler. Die Bilder, mal fröhlich, mal nachdenklich, auch hilflos in den letzten Tagen, zeigen zwar nur die letzten 3 Jahre dieses Daseins, reflektieren aber vor allem in den kurzen Texten das ganze Leben. Ganz anders dagegen die Großfotos im zweiten Raum, der allein schon durch die farbliche Wandgestaltung eine ganz andere Welt darstellt. Also die zweite Serie ist ein sehr starker Kontrast zu dieser Vater-Serie. A New Kind of Beauty ist Titel der Serie und es geht um Menschen, die sich in zahlreichen Schönheitsoperationen einem ja, für uns etwas befremdlichen Schönheitsbild unterworfen haben. Also die Serie ist zwischen 2008 und 2010 entstanden und einige der Porträtierten sieht man auch mehrmals und man sieht so diese Veränderung. Also es sind Menschen, die auch innerhalb dieses Prozesses immer noch im Werden begriffen sind. Also die Porträtierten, die wir da sehen, stammen auch alle aus den USA und ja, dort ist es zum Teil in gewissen Kreisen auch so, dass dieses, man sagt to look done, also gemacht aussehen, zum Teil auch ein neues Schönheitsideal darstellt. Also man möchte, anders als hier, wo das eher verpönt ist, auch sehen, dass man operiert ist. Es ist so eine Form von Status, die damit auch vermittelt wird. Vor schwarzem Hintergrund stark ausgeleuchtet erscheinen die Porträtierten umso künstlicher, fast schon skulptural. Auf den spektakulären plakativen Bildern erscheinen sie wie Anime-Figuren oder Tiere. Ein Alter ist nicht mehr auszumachen, sie sind quasi alterslos. Dass viele mehrfach porträtiert sind, aber jedes Mal unterschiedlich aussehen, zeigt das Suchen nach der eigenen Identität. Es ist die Sehnsucht nach Schönheit, das Altern und die Sterblichkeit ausschalten zu können. Who I am, wer bin ich? So ist auch der Titel dieser Ausstellung Philip Toledanos. Wirklich bekannter geworden ist er in Deutschland eigentlich erst im vergangenen Jahr, als es in den Deichtorhallen in Hamburg eine große Ausstellung gab, eine Retrospektive mit über 160 Bildern, glaube ich. Und aus dieser Kooperation ist die Ausstellung hier zustande gekommen. Wir hatten die Vater-Serie jetzt in einer letzten Ausstellung auch schon hier im
in kleinerer Form im Kunstmuseum und haben uns daraufhin entschlossen, jetzt auch nochmal eine größere Ausstellung zu ihm zu machen. Ja, also seine Serien sind immer sehr stark noch geprägt von seinem von seiner angewandten Fotografie. Also man hat häufig noch das Gefühl, dass es aus dieser Magazinfotografie kommt und er probiert sehr viel aus. Also die Arbeiten, die er macht, sind sehr unterschiedlich. Es sind zum Teil noch immer sehr persönliche Arbeiten, in denen er sich mit seiner eigenen Familiengeschichte auseinandersetzt. Zum Teil setzt er sich aber auch mit anderen gesellschaftlichen Phänomenen auseinander. Also diese zwei Dimensionen, die wir hier in der Ausstellung haben, spiegeln sich in seinem gesamten Schaffen eigentlich auch weiterhin wider. Who I Am ist bis zum 18. Februar zu sehen. Am Wochenende wurde noch eine Ausstellung mit Werken des Australiers Lawrence Carroll eröffnet. Seine Bilder auf Karton hat er Magdeburg Paintings genannt. Lawrence Carroll überlässt anderen Künstlern die lauten Töne oder die schnelle Prägnanz und setzt seine Bestimmtheit der Stille dagegen. Die kann man sich bis zum 18. März ansehen.